Wunderbares Wetter und eine volle Hütte in Stahnsdorf. Zeit für das Achtelfinale im Brandenburger Landespokal. Der RSV Eintracht aus Stahnsdorf empfängt den SV Babelsberg 03. Das ist der 8. der Oberliga Nord gegen den 7. der Regionalliga Nordost. Jörg Buder, der Trainer der 03er, lässt die Elf vom 1:2 gegen den Berliner AK größtenteils auflaufen. Unter anderem spielt auch Daniel Frahn, der sich nach seiner Entlassung beim Chemnitzer FC beim Team von Patrick Hinze fit gehalten hat. Der feiert ein Jubiläum. Es ist ein 100. Splitspiel an der Seitenlinie für den RSV. Eine Pokalüberraschung wäre doch ein gutes Topping für den Präsentkorb. Rein geht es in die Partie. Der RSV in den weißen Trikots von rechts nach links übt ordentlich Druck aus. Babelsberg kann sich nicht befreien, die Klärungsaktionen sind unbeholfen und dann gibt es eben die erste Chance. Luca Grüsemann nach nicht einmal 60 Sekunden mit der ersten Gelegenheit für die Gastgeber. Ein erster Schreckmoment für den SV Babelsberg 03, es dauert, bis sie ins Spiel kommen. Ecke von Emir Gentschel, der Ball bleibt lange in der Luft, die Eintracht kann nicht klären und das nutzt einer knallhart aus. Frank Zille mit dem 1:0 für Babelsberg. Die erste Hälfte der ersten Hälfte hat Babelsberg große Probleme gehabt, sich gegen den kämpfenden Underdog durchzusetzen. Am Ende braucht es Glück. Der Ball ist abgefälscht, ergo hat Marek Große keine Chance, da entscheidend ranzukommen. Für Zille ist es das zweite Tor in der gesamten Saison und das freut insbesondere den blau-weißen Anhang. Die Gastgeber hingegen haben sich das nach dieser starken Leistung definitiv anders vorgestellt. Der Kampf geht aber weiter. Der RSV spielt mächtig mit, die Chancen fehlen aber. Die hat der SV Babelsberg. Ein weiter Ball Richtung Daniel Frahn. Der hat nur noch den Keeper vor sich. Denkste Felix Mattes mit einer super getimten Grätsche. Die Situation ist allerdings noch nicht vorbei. Wieder scheitert er an Mattes. Doch er bleibt dran. Der Pass landet bei Frank Zille. Der bekommt aber nicht genug Trall hinter dem Ball und verfehlt somit seinen zweiten Treffer. Es ist ein munterer Pokaltag in Stahnsdorf. Die 1187 zugelassenen Fans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten und sehen eine Ecke für den RSV. Die mündet in einer Flanke. Jeder verschätzt sich. Die große Chance für Kruska. Den trifft er nicht ordentlich. Glück für Babelsberg. Kruska, ein Spross aus der Wiki-Jugend, hat bereits dreimal in der Oberliga getroffen. Babelsberg scheint die Führung mit in die Pause zu nehmen. Davor wird es aber nochmal hitzig. Tim Schönfuß kommt einen Ticken zu spät gegen Genschel. Die Krux an der Sache, der hat schon gelb gesehen und sieht deshalb gelb-rot. Die Fakten sind klar, er trifft ihn, er kommt zu spät. Ob das einen so frühen Platzverweis in einer sonst sehr fairen Partie rechtfertigt, das ist die Ermessenssache des Schiedsrichters. Mit 10 Spielern und einem 0:1 Rückstand geht es in die Pause. Die Ausgangslage für den RSV ist eher düster, trotzdem sind die Babelsberg-Fans gewarnt, denn die Stahnsdorfer kämpfen und das machen sie auch in der zweiten Halbzeit. Babelsberg ist zu überlegen, aber die RSVler finden ihre Momente. Chris Ring, der Kapitän, mit einem steilen Pass Richtung Frank Rode, der hat die Möglichkeit. Doch Justin Borchardt ist mit einer starken Parade zur Stelle. Er ersetzt die etatmäßige Nummer 1, Yannick Theissen. Die Gäste können die Überlegenheit aber auch in Chancen umwandeln. Das ist Daniel Frahn. Der hat eine Idee, der Lupfer Richtung Frank Zille. Marek Große macht sich aber ganz groß und verhindert den 2-Tore-Rückstand. Die Chancenverwertung bei den Babelsbergern aber eher düster und das könnte sich rechnen. 15 Minuten danach finden die Eintracht-Spieler wieder zurück in die Partie. Die Chancen fehlen aber. Die hat weiterhin der SV Babelsberg. Das ist Jakub Moravec. Der macht den Robben, geht an der 16er Linie entlang. Moravec! Aber Marek Große macht ein sehr gutes Pokalspiel an diesem Samstag. Dann kommen wieder die Gastgeber. In der letzten Runde haben sie sich mit 2:0 gegen Phoenix Wildau aus der Landesliga durchgesetzt. Der Regionalligist ist ein anderes Kaliber, aber dem werden sie spielerisch gerecht. Der Ball landet bei Grüsemann. Der hat die Chance, macht das ganz fein. Aber Borchardt ist zur Stelle. Der macht ebenfalls ein gutes Spiel und bestätigt das Vertrauen seines Trainers. Der SV Babelsberg hat spannende Wochen vor sich. Topspiele in der Regionalliga gegen Alkliniker und Lok Leipzig und in circa 2,5 Wochen dann der DFB-Pokal gegen den Bundesligisten aus der sächsischen Landeshauptstadt. Ein Weiterkommen im Landespokal wäre dafür ein guter Startschuss, doch die Gastgeber wollen den Auftakt der Festspiele nochmal spannend machen. Ein guter Freistoß wird weggeköpft, der zweite Ball landet dann aber bei einem im Weiß und der heißt Yassin Dag. Der ist in der 72. Minute für den auffälligen Grüsemann reingekommen, der Ball ist aber kein Problem für Borchardt. Die Schlussviertelstunde ist bereits angebrochen. So langsam läuft dem RSV die Zeit davon und dann bekommen sie auch noch etwas Unglück dazu. Ein Rückpass von Chris Ring auf Große wird geahndet, ein indirekter Freistoß im Strafraum für den SV Babelsberg. Das ist aber eine Fehlentscheidung, denn der Ball muss für einen indirekten Freistoß mit dem Fuß gespielt werden. Ring benutzt aber das Knie und dementsprechend dürfte dieser Pfiff eigentlich nicht ertönen. Tino Schmidt und Daniel Frahn stehen bereit. Die Rollenverteilung lässt sich bereits ablesen. Schmidt auf der rechten Seite legt auf und Daniel Frahn schießt am Kreuzeck vorbei. Frahn allgemein sehr unauffällig in dieser Partie.
Babelsberg nutzt aber die zweite Luft, um Pressing auszuüben. Das gelingt auch. Der Ball auf der linken Seite wird vertändelt und landet auf der rechten Angriffsseite der Babelsberger. Von da an gelangt der Ball in die Mitte zu Daniel Frahn. Der bedient Tino Schmidt, steht leicht im Abseits, vielleicht hat trotzdem die große Chance. Aber Große geht schnell runter und verhindert sensationell die Entscheidung. Sein Arbeitstag ist aber noch nicht vorbei, denn Babelsberg drückt ganz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Nikola Jürgens hat ganz viel Platz auf der linken Seite, hat nur Rones vor sich, den lässt er aber auswandern, nicht nur einmal, sondern auch zweimal. Sieht in der Mitte Tino Schmidt, der hat die große Chance, kriegt den Fuß aber nicht hoch und trifft deshalb das Scheunentor nicht. Die Fahrlässigkeit frisst sich durch die Chancenverwertung der Babelsberger. Deshalb bleibt es auch spannend. Ein Angriff, ein Tor und das ganze Ding wäre wieder auf Null. Weiter Abschlag von Große, der Schiedsrichter pfeift und dann schlägt einfach Danko den Ball mal Richtung Herbstsonne. Das ist eine gelbe Karte und Danko kennt diese Farbe bereits und sieht gelb-rot. Der Held vom DFB-Pokalspiel gegen Greuther Fürth würde in einem möglichen Viertelfinale fehlen. Dadurch macht er es nochmal unnötig spannend, denn der RSV bekommt die Chance für einen letzten Ball in den Strafraum und den macht der Keeper. Der kommt Hail Mary-like rein, hoch und weit, aber auch direkt in die Arme von Borchardt. Der wird im 5-Meter-Raum nochmal angerempelt. Eine perfekte Situation, um die restliche Zeit vorne der Uhr zu nehmen. Danach ist Schluss. Ein verdienter, aber auch irgendwie glücklicher Sieg für den SV Babelsberg beschert dem Regionalligisten ein Los für die Runde der letzten 8. Wie bewerten die Trainer diese Pokalpartie? Tobias Tochaller hat für euch die Antworten am Mikrofon. Also zufrieden bin ich natürlich mit dem Ergebnis. Wir sind eine Runde weitergekommen. Das war unser Ziel. Die Art und Weise hat mir phasenweise überhaupt nicht gefallen. Da haben wir nicht das gespielt, was wir hätten spielen können. Gerade in der zweiten Halbzeit, wo wir einer mehr waren, hätte man das viel ruhiger ausspielen müssen, viel kontrollierter. Die Chancen vorne viel effektiver nutzen. Wir haben dann zu einfache Fehler gemacht, waren zu unkonzentriert. Das hat mir in der zweiten Halbzeit so gar nicht mehr gefallen. Leider geraten wir relativ früh in Unterzahl, schon vor der ersten Halbzeit. Und was die Mannschaft dann geliefert hat, ist aller Jahren wert, muss man so sagen. Für mich sogar zum Teil mit einem Mann weniger die bessere Mannschaft. Wir müssen das Tor machen, das 1-1. Wir haben genug Möglichkeiten in dem Spiel heute, in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit. Und deswegen ist es sehr schade, dass wir uns dann einfach für den Aufwand, den wir heute betrieben haben, nicht belohnen, leider. Das ist wohl der größte Wermutstropfen, aber der RSV kann sehr stolz auf diese Leistung sein. Wohlgemerkt, sie waren 45 Minuten in Unterzahl und haben es trotzdem spannend gemacht. Die Babelsberger freuen sich umso mehr. Die Mission Titelverteidigung geht in die nächste Runde.